Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Das heutige Thema: Wie schaffst du es, dir Dinge nicht so sehr zu Herzen zu nehmen? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Du kennst es sicherlich, wenn dir jemand ein negatives Kommentar drückt, dich kritisiert oder wenn du zum Beispiel extrem Mitleid mit jemandem hast und demjenigen helfen willst, dass du die ganze Zeit darüber nachdenkst. Das kann auf der einen Seite gut sein, nämlich wenn dich jemand kritisiert, dass du darüber nachdenkst, ob die Kritik berechtigt ist, ob du was ändern kannst, ob du daraus lernen kannst. Oder wenn jemand dich um einen Gefallen bittet und du Mitleid mit ihm hast, dass du ihm hilfst, wenn du kannst. Es kann nützlich sein, es kann aber auch eben nicht nützlich sein, es kann dich sogar behindern, wenn du dir die ganze Zeit darüber Gedanken machst. Also wenn dich jetzt jemand beleidigt oder kritisiert und die Kritik nicht gerechtfertigt ist und du jetzt die ganze Zeit darüber nachdenkst, bringt dich das keinen Schritt weiter. Genauso, wenn dich jemand um einen Gefallen bittet und du Mitleid mit ihm hast, aber du hast gerade einfach nicht die Ressourcen, ihm zu helfen, bringt es dir nichts, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst und dich selber damit runterziehst. Und wenn man dann schon sich diese Gedanken macht, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann nimmt man sich die ganze Geschichte schon zu Herzen. Und ich möchte jetzt zeigen, wie du gar nicht erst zu diesem Punkt kommst, dir solche Dinge zu sehr zu Herzen zu nehmen. Und dafür jetzt ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du willst von Punkt A nach Punkt B kommen. Wie schaffst du das? Du kannst laufen, du kannst mit dem Fahrrad fahren, du kannst fliegen, du kannst mit dem Schiff fahren oder du kannst mit dem Auto fahren. Okay, sagen wir mal, Laufen dauert mir zu lang, Auto, Flugzeug und Schiff verbraucht zu viel Sprit, nehme ich das Fahrrad. Macht Sinn. Wenn du jetzt aber von hier, also von Europa, Frankfurt, wo auch immer, nach New York willst, dann fallen schon mal das Laufen, das Fahrradfahren und das Autofahren komplett weg. Du hast dann die Wahl zwischen Schiff und Flugzeug und dann nimmst du das Flugzeug, weil es einfach schneller ist. Und genau das Gleiche müssen wir uns, genau diesen gleichen Gedankengang müssen wir uns machen, wenn wir uns etwas zu sehr zu Herzen nehmen. Ich möchte jetzt erklären, was genau ich damit meine. Also überlege dir, was ist dein Ziel momentan? Was möchtest du gerne erreichen an diesem heutigen Tag, in diesem Monat, in deinem Leben? Und dann überlege dir, was macht jetzt dieses Problem mit mir, also dieses negative Kommentar oder das Mitleid? Das ist im Prinzip dein Fortbewegungsmittel. Bringt es dich an dein Ziel? Oder bringt es sich deinem Ziel irgendwie näher oder kannst du davon profitieren oder eben nicht? Und wenn es das nicht tut, dann ist es eben schlecht für dich. Und dann solltest du sagen, okay, ich merke jetzt, dass das nicht zu mir passt, dass es jetzt nicht meinem Weg entspricht. Und dann kannst du es von direkt abschotten. Denn wie gesagt, wir merken es meistens nicht, wenn uns etwas schadet. Wenn wir uns etwas in etwas hineinsteigen, uns etwas zu Herzen nehmen, dann ist es meistens schon zu spät. Aber mit dieser Methode lernst du eben zu registrieren, zu bemerken, dass da eben etwas ist, was dir schaden kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere diesen Channel und du kannst auch gerne schreiben in die Kommentare, was du als nächstes gerne für ein Video hättest. Bis zum nächsten Mal. Dario.